Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Andreas Tank und du findest mich auf nahezu allen größeren sozialen Medienplattformen unter dem Pseudonym der rosarote Panzer. Ich poste hauptsächlich Memes auf X bzw. Twitter, Telegram, Instagram und Getter. Wenn du mir dort noch nicht folgst, solltest du das dringend nachholen, denn wer schaut nicht gerne Memes? Hier auf YouTube dagegen poste ich seit einiger Zeit etwas ausführlichere Inhalte zu Kapitalismus, Libertarismus, Anarchismus, Agorismus, Antipolitik, österreichische Schule der Nationalökonomie und diverses weiteres um das Thema Freiheit herum. Falls du dich das gefragt haben solltest, den rosa Panzer gibt es tatsächlich. Du kannst ihn immer noch, so wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, auf Google Street View finden. Wenn du die Kirche Červený Kostel auf dem Platz Komenského náměstí in der zweitgrößten tschechischen Stadt Brno suchst. Der Panzer ist vom Typ IS-2 und das Kürzel steht für Josef Stalin. Zur Zeit der Sowjetunion war er natürlich noch grün und sollte an die Ankunft der Roten Armee in Prag erinnern. Nach dem Fall der Mauer fühlten sich die Bürger der Tschechoslowakei aber durch ihn vielmehr an den Prager Frühling und ihre eigene Unterdrückung erinnert. Und das hat den damaligen Kunststudent David Czerny dazu bewegt, zusammen mit einigen Freunden den Panzer rosa anzumalen und außerdem einen rosa Stinkefinger darauf zu installieren. Diese Form der Rebellion und des zivilen Ungehorsams hat für mich eine gewisse Vorbildfunktion, weshalb ich mir das Bild und den Namen, der ja hervorragend zu meinem eigenen Nachnamen passt, angeeignet habe. Ganz im Allgemeinen versuche ich darauf aufmerksam zu machen, dass Demokratie nicht die beste Regierungsform ist, die wir haben können, dass wir mehr Freiheit von staatlichen Repressalien nicht dadurch erreichen, indem wir ein Kreuz auf einen Zettel machen und uns alle 4 Jahre einen neuen Unterdrücker wählen und dass es dazu Alternativen gibt. Zu diesem Zweck habe ich unter anderem Bücher wie Sozialismus ist zum Kotzen, Naturrecht, die Wissenschaft der Gerechtigkeit, Satoshi, Antipolitik und Gemeindetechnologie übersetzt und herausgebracht. Weil diese Themen zwar wichtig, aber im Allgemeinen so beliebt sind wie Fußpilz, freue ich mich besonders, wenn ich hierfür ein wenig Unterstützung bekomme. Einmal in finanzieller Form von ein paar Satoshis oder auch auf Patreon, wo Unterstützer meine allgemein recht beliebten Intros, Outros und Hörbücher downloaden können und zum anderen durch das Liken, Teilen und Kommentieren meiner Beiträge. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei meinen Beiträgen. Steuern sind Raub, Inflation ist Enteignung, werde unregierbar.